bin nur kurz um die Lage hier können zu checken. Ja, aber ich arbeite in der Zukunft. Das macht mich noch schissig. Ständig pendeln von heute ins Jahr 2030. Und die Pendlerei, die macht dann gar keinen Spass. Ja, aber Sie, hier in Basel, kennen das. Ich pendle in Zukunft, bin der geistige Mitgestalter. Und Sie pendeln nach Zürich ins geistige Mittelalter. Wurstblättchen bei mir, Patzen. Wir hatten doch einen Kleidernotstand gehabt. Jetzt habe ich doch müssen auf Brasilien gehen und einen neuen Darm holen. Leck mal Wurstzipfel, da kommt Ruhe gut. Was? Ja, ja. Aber Sie haben gesagt, jetzt als Kollege, sei ehrlich. Findest du nicht, sehe ich da drin nicht ein bisschen aus wie eine Wurst? Das ich verdünne. Also in der Mikro, in der Wurstwarenabteilung, würdest du ein Würstchen heiß machen. Oh, da würden die herzigen Designer und Gannigen zu drüber ruckeln, da kannst du sicher sein. Meinst du schon? Da bin ich beruhigt. Ja, aber bloß mal, du siehst auch ein bisschen komisch aus. Du bist ja so bleichgossen, nicht gut? Und was ich noch gesehen habe, gell, im Restaurant Bahnhof unten, ein Metzger, der kann, wenn wir auch noch etwas bringen. Ja, da könnten wir schreiben, Massaker im Restaurant Bahnhof. Ja, können wir das nicht als Blutiger machen, so wie Wicht im Blutrausch. Genau, das will sie lesen, als sie zwei lesen. Ja? Und auch was wir noch heim unbedingt mitbringen, ist der Seniorentag vom Seniorengolfreit. Da müssen wir unbedingt auch reinbringen. Ja, da habe ich schon etwas vorbereitet. Was meinst du dazu? Graue Panther planen, Olympische Winterspiele in Läuferfing. Ich kenne bloß libysche Frau und ihren Mann. Er wollte aus dem Teppich aus und sie hat Burka an. Er lacht, grinst, ja es tut schon fast weh. Kein Wunder, denn seine Frau hat noch nie gesehen. Und die Richtung läuft wie jedes Jahr in die falsche Richtung. Ein wunderschönes Zögchen mit zwei Laternen. Zwei praktisch identische Laternen. Es sieht aus wie zwei eineige Zwillinge. Weißt du, was die für ein Süßchen ausspielen? Hey, jo! Die sprechen doch auf Zwilling von Roger Federer an. Da steht dann auch im Werder Bern auf die Frage, warum zwei Wurfe, würde Roger meinen, hat für jeden Schopper einen.
konzentrieren. Auf was müsst ihr konzentrieren? Weißt du, ich muss so einen Geheimcode, den ich da auswendig können. Dann muss ich hier eintippen und dann muss ich Punkt 4. Wenn es 4 ist, muss ich Punkt 4 den roten Knopf drücken, ist der Magenstreikschalter und dann geht in der ganzen Stadt das Licht ab. Dann ist Magenstreik. Was ist das für ein Geheimcode? Das dürft ihr doch nicht sagen, das ist ja gar kein Geheimcode mehr. Mist! Ja, oben heisst ja Code, nicht? Ja, aber sag mal, wer sind Sie eigentlich? Medizinstudenten, drittes Semester. Ja, wenn man Ihren Wampen anguckt, dann würde ich sagen, im dritten Monat, Gott sei Dank wird das Unispital Basel vom Deutschen regiert. Die Schweizer würden das nicht auf die Reihe kriegen. Ach, die Schweizer würden das Spital managen, wie sie die Schweinegrippeimpfung gemanagt hätten. Ei du Schäne, ei du Schäne, ei du Schäne, Schnitzelbank. Und? Hey, gefällt mir ganz nicht. Hey, das ist gleich ein Star, ich müsste noch locker drauf gehen. Ich soll noch spontan etwas sagen, oder? Das war ein völlig verkrampftes Schiss. Hey, du musst mir das Ding geben. Nein, und hey, los mal. Hey, das ist ein Scheißbank hier. Wenn ich eine Scheißbank interessiert mich jetzt, was in sich oben ist. Interessiert mich jetzt, ob die den Schiss hier haben oder nicht. Wenn ich mal im Bus, dann fahre ich immer nur durch, ey. Ist doch! Ja,